Facebook stellt eine Riesendrohne vor mit der Spannweite einer 737. Das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in TechUp Weekly Folge 14. Takis muss sich immer noch von seiner Grippe auskurieren, deswegen wünschen wir ihm natürlich auf diesem Wege gute Besserung und er freut sich sicher auch, wenn einige unserer Zuschauer in den Kommentaren ihm Genesungswünsche schicken. Deswegen habe ich wieder Dennis mit dabei, der mich bei TechUp Weekly unterstützt und der erzählt euch jetzt auch, was Facebook mit Riesendrohnen am Hut hat. Ja, Mark Zuckerberg, nämlich der Erfinder von Facebook, hat jetzt die Drohne Aquila vorgestellt, weil er sich zur Passion irgendwie gemacht hat, die ganze Welt, vor allem eben abgelegene Gebiete, mit Internet zu versorgen. Wie Fritz gerade schon richtig meinte, die Drohne ist riesig. 43 Meter Spannweite, wiegt dafür aber nur 450 Kilogramm. Die Energie bezieht die Drohne aus Solarenergie, also über jetzt Solarzellen über den Flügeln. Wie man hier hinten sehen kann, ne? Ja, ganz genau. Und das Geniale daran ist, die Drohne fliegt sogar bis zu 3 Monate umher. Genau. Und versorgt im Umkreis von 50 Kilometern die Leute am Boden mit Internet. Ja, und das kriegen die hin mit einer speziell entwickelten Lasertechnik, dass sie da praktisch gezielt das Internet übertragen können. Und ich finde es eben auch krass, das Ding fliegt in der Höhe von ca. 27 Kilometern, um eben den normalen Verkehrsflugzeugen nicht in die Quere zu kommen. Genau. Forscher der Osaka University in Japan haben es geschafft, den stärksten Laser der Welt zu bauen. Nicht nur wir finden das voll Laser, sondern ihr bestimmt auch, denn dieser Laserstrahl hat eine Kraft von 2 Petawatt freigesetzt. 2 Petawatt, das ist eine 2 mit 15 Nullen dran. Mega krass war es dann aber irgendwie doch wieder nicht, weil irgendwie dieser Laser nur eine Pikosekunde Bestand hatte. Eine Pikosekunde, das ist ein Billionstel einer Sekunde. Also für den Menschen eigentlich nicht wahrnehmbar. Ja, ziemlich kurz. Und um euch nochmal auch ein bisschen die Größe einzuordnen von diesen 2 Petawatt innerhalb dieses Zeitraums, könntet ihr eine Mikrowelle für 2 Sekunden betreiben. Das Krasse ist außerdem, dass diese Forscher dieser Osaka University damit das 1000-fache des Stromverbrauchs der Erde konzentriert haben. Das muss man sich echt mal vorstellen. Krass. Dieser Laser könnte außerdem für die Rüstungsindustrie interessant sein, eben als Waffe. Natürlich. Ja. Ziemlich starke Waffe in dem Fall. Und außerdem erhoffen sich die Forscher davon, dass sie halt eben Materialien mit einer so hohen Dichte erschaffen können, wie sie halt hier auf der Erde einfach nicht vorkommen. Falls euch das Thema interessiert, der Laser hört auf den Namen LFEX, was kurz steht für Laser for Fast Ignition Experiments. Sensation, Facebook schafft Google Plus Zwang ab. Sensation, YouTube schafft Google Plus Zwang ab. Bislang war es ja so, oder schon seit längerem Zeitraum ist es so, dass Google Plus und YouTube verknüpft sind. Richtig. Doch die Community, also ihr, wart davon allerdings nicht so begeistert. Das Problem ist nämlich, dass ihr nur Videos hochladen könnt oder Videos kommentieren könnt, wenn ihr ein Google Plus Konto eben habt. Jetzt macht Google natürlich den Rückzieher und sagt, okay, wir schaffen diesen Zwang ab. Und damit noch nicht genug, das wird auch für weitere Dienste folgen. Also ihr braucht jetzt kein Google Plus, also bald, bald kein Google Plus Konto mehr, um Videos zu kommentieren, eigene YouTube-Playlisten anzulegen oder Videos hochzuladen. Noch solltet ihr euren Google Plus Account aber nicht löschen, weil sonst auch euer YouTube-Kanal weg, wenn ihr also Videos hochgeladen habt, sind die ebenfalls weg und kommentieren könnt ihr auch nicht mehr. Wie findet ihr also diesen Schritt? Schreibt es uns in die Kommentare. Solange ihr noch über ein Google Plus Konto verfügt. Richtig. Das Unternehmen Zlabs hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke im Android-Betriebssystem aufdecken können. Und zwar handelt es sich hierbei um die Sicherheitslücke Stage Fright. Davon sind 95% aller Android-Geräte betroffen, das heißt ab Android 2.2 Froyo bis hin zur aktuellsten Android-Version 5.1.1 Lollipop. Was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr in der News, die wir euch aktuell jetzt verlinken. Um diese Sicherheitslücke auszunutzen, brauchen die Angreifer nur eure Handynummer. Und zwar schicken die euch eine infizierte MMS. Und das Fiese daran ist, ihr müsst diese MMS nicht einmal öffnen oder irgendeinen Anhang herunterladen, sondern der wird einfach nur auf eurem Handy heruntergeladen, was meistens bei Android automatisch passiert. Genau, und damit haben Angreifer eben Zugriff auf Funktionen wie die Kamera oder das Mikrofon. Richtig. Das wollt ihr nicht, das ist nicht besonders gut. Und was ihr dagegen tun könnt, das haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt.
Google wurde natürlich bereits informiert über diese Sicherheitslücke und hat auch entsprechend im Android-Quellcode Änderungen vorgenommen. Jetzt liegt es natürlich an den Herstellern der Geräte, also HTC, Samsung etc., diese Updates natürlich auch an die Endgeräte auszuliefern. Bis dahin gibt es einige Tipps. Wie gesagt, die News haben wir euch eben verlinkt. Guckt nach, wie ihr bis dahin sicher surft. Aber was sonst noch Wichtiges in der IT-Welt passiert ist, erfahrt ihr jetzt im Schnelldurchlauf und zwar in den Quick News. Dennis, leg los. Seit dieser Woche ist Windows 10 offiziell verfügbar, doch wer das Update nicht abwarten kann, der kann sich bereits jetzt die ISO-Datei herunterladen. Alle Infos dazu in der Beschreibung. Hersteller 2K Games hat offiziell die Arbeiten an Mafia 3 bestätigt. Den ersten Trailer und die ersten Screenshots wird es auf der Gamescom in Köln geben, und zwar am 5. August 2015 um 14 Uhr. Google hätte fast in vegane Burger investiert. Ja, was ist denn da los? Die Sache ist nur, der Deal kam nicht zustande, weil das Startup-Unternehmen Impossible Food mehr Geld haben wollte, als Google bereit war zu zahlen. Solltet allerdings nicht überrascht sein, dass Google in solche Bereiche investiert, das machen sie bereits jetzt, wie die Medizin- und Pharmaindustrie. Der Sicherheitsspezialist ESET hat 60 verseuchte Apps im offiziellen Google Play Store entdeckt. Diese Apps tarnen sich als Nachfolger bekannter Apps, wie zum Beispiel Dubsmash 2, und enthalten einen fiesen Trojaner. Dieser Trojaner klickt heimlich auf Bannerwerbung von Pornoseiten. Wirklich nervig oder schädlich ist es eigentlich nicht, denn wirklich viel Traffic wird dabei nicht verbraucht. Aktuell sind mit diesem Trojaner 300.000 Nutzer infiziert, aber die Apps wurden bereits entfernt. Das aktuelle Galaxy S6 und das S6 Edge verkaufen sich schlechter als gedacht für Samsung. Demnächst wird also eine Preissenkung anstehen. Wenn ihr also vorhabt, ein aktuelles Samsung-Modell zu kaufen, wartet lieber noch ein paar Wochen, denn dann sinkt der Preis. Das war's mit den Quick News und jetzt ab zum Fail der Woche. Der Fail dieser Woche ist das ShotView-Targeting-System vom US-Unternehmen Tracking Point. Hierbei handelt es sich um ein Scharfschützengewehr, das sein Ziel selbstständig anvisieren und dann auch die Kugel im optimalen Moment abfeuern kann. Die Kontrolle erfolgt hierbei über WLAN oder auch über 4G. Das Perfide daran ist aber, Hacker können diese Verbindung übernehmen und dann andere Ziele zum Beispiel anvisieren oder auch das Gerät komplett abschalten. Genau. Immerhin können die Hacker den Schuss nicht selbst auslösen, denn da muss der Schütze immer noch den Schuss freigeben, indem er den Abzug betätigt und der Computer danach eben den Schuss auslöst. Das Sicherheitsupdate soll jetzt per USB-Stick an die etwa 1000 Empfänger, die das Modell bereits gekauft haben, rausgeschickt werden. Ich würde sagen, für so ein gefährliches Gerät eine so dermaßen große Sicherheitslücke zu haben, ist natürlich wirklich der Fail der Woche, würde ich sagen. Das war's auch schon wieder mit TechUp Weekly Folge 14, jeden Freitag um 14 Uhr auf YouTube und pcwelt.de. Und für euch heißt es jetzt kräftig abonnieren, kommentieren und lasst uns einen Daumen da. Schreibt euer Feedback rein und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen.